Hallo zusammen. Heute beginnen wir mit euch ein neues Thema. Dieses Thema heißt Freizeitgestaltung. Und das Thema unserer heutigen Stunde heißt Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So, dann wollen wir unsere Stunde beginnen. Und zunächst schlage ich euch vor, zu erfahren, was wir in diesem Thema machen werden. So, dann in diesem Thema wir. Erfahren, wie man seine Freizeit verbringen kann und wie die deutschen Jugendlichen ihre Freizeit verbringen. Besprechen, ob man seine Freizeit planen muss und warum man Freizeitstress bekommen kann. Erzählen, wie wir unsere Freizeit verbringen, zum Beispiel nach der Schule, in den Ferien. Über die Theater und Museen in Deutschland und Belarus sowie auch über die Besonderheiten des Theater- und Museumsbesuchs erfahren. So, dann gehen wir weiter. Sag bitte, mit welcher Freizeitgestaltung verbindet ihr diese Bilder? Stoppt ihr das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann wollen wir weitergehen. Was ist die Freizeit für euch? Schreibt bitte eure Antworten auf Zettel und hängt sie an die Tafel. Zum Beispiel, Freizeit ist Zeit, wenn wir uns damit beschäftigen können, was uns Spaß macht. Freizeit ist Zeit, die wir nach unserem eigenen Wunsch nutzen können. Freizeit bedeutet, die Zeit mit den Menschen zu verbringen, die uns lieben und unser Leben interessanter machen. Haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann wollen wir weitergehen. Jetzt sprechen wir über unsere Freizeit. Sag bitte, habt ihr als Schüler und Schülerinnen viel Freizeit? Argumentiert bitte eure Antworten. Zum Beispiel, ich habe nie so viel Freizeit, weil ich nach der Schule viele Hausaufgaben erfüllen muss. Ich habe viel Freizeit, weil die Erholung für mich am wichtigsten ist. Stopp bitte jetzt das Video und äußert eure Meinungen. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Jetzt erzählt bitte, wann habt ihr Freizeit? Zum Beispiel vor der Schule, nach der Schule, in den Pausen, am Abend, am Wochenende, in den Ferien. Erzählt, wann ihr eure Freizeit habt und argumentiert eure Antworten. Zum Beispiel, ich habe Freizeit, weil ich keine Schule habe, ich alle Hausaufgaben erfüllt habe, Ferien habe und so weiter. Stoppt bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann wollen wir weitergehen. So, jetzt besprechen wir, wie wir unsere Freizeit verbringen können. Beachte bitte das Verb verbringen. Verbringen, verbrachte, verbracht. Also, wie kann man die Freizeit verbringen? Aktiv, passiv, lustig, langweilig, mit Spaß, produktiv, sinnvoll, summum, sinnlos, bis misslich nach Pustuju, die Freizeit gestalten,
организовывать свободное время. Erzähl bitte, wie verbringt ihr die Freizeit? Nach der Schule, am Wochenende, in den Pausen? Stoppt jetzt das Video und äußert eure Meinungen. Schon gemacht? Ganz gut, dann gehen wir weiter. Jetzt besprechen wir mit euch, wozu wir Freizeit brauchen. So, erzähl bitte, wozu braucht ihr Freizeit? Etwas für Gesundheit tun, fit werden, neue Freunde kennenlernen, ausschlafen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher lesen, Fernsehen, Computerspielen, sich mit Hobbys beschäftigen, den Eltern und Großeltern helfen, an einem Wettbewerb teilnehmen. Beachte bitte dabei die Konstruktion um zu. Zum Beispiel: Ich brauche Freizeit, um auszuschlafen. Ich brauche Freizeit, um mich mit den Freunden zu treffen. Ich brauche Freizeit, um Computer zu spielen. So, dann stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Jetzt besprechen wir mit euch einige Arten der Erholung. Beachte bitte dabei folgende Wörter: Sich erholen, отдыхать, die Erholung, отдых. Und so besprechen wir mit euch die Winter- und die Sommererholung. Jetzt sprechen wir mit euch über die Wintererholung. Dazu gehören folgende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Skilaufen, Schneeball spielen, einen Schneemann machen, Snowboard fahren, auf die Eisbahn gehen, Schlitten fahren, Schlittschuh laufen, den Tannenbaum schmücken. Und jetzt sprechen wir über die Sommererholung. Dazu gehören folgende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Volleyball spielen, eine Wanderung machen, Fußball spielen, Tennis spielen, Radfahren, Pilze sammeln, Federball spielen, Zelten. Und jetzt wollen wir eine Aufgabe erfüllen. Verbindet jetzt bitte die Bilder mit den Wörtern. Stoppt jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, dann wollen wir prüfen. Basketball spielen, das ist das Bild D. Schach spielen, das ist das Bild G. Fische fangen, das Bild I. Yoga machen, das Bild A. Eishockey spielen, das ist das Bild B. Zeitung lesen, das ist das Bild F. Sich sonnen, das ist das Bild E. Kreuzworträtsel lösen, das ist das Bild C. Und sich Filme ansehen, ist das Bild H. Ganz gut gemacht, so dann wollen wir weitergehen. Jetzt ordnen bitte die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung der Arten der Erholung zu. Stoppt jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe.
Schon gemacht, ganz gut, dann wollen wir prüfen. So gehören zur Wintererholung folgende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Eishockey spielen, den Tannenbaum schmücken, Schlittschuhlaufen, Skilaufen, Schneeball spielen. Und zur Sommererholung gehören folgende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Baden, sich sonnen, Volleyball spielen, Radfahren, Zelten, Wandern, Fische fangen, Pilze und Beeren sammeln, Tennis spielen, am Strand liegen. Ganz gut gemacht, so dann wollen wir weitergehen. Jetzt erzählt bitte, wie verbringt ihr eure Freizeit in den Sommer- und Winterferien? Zum Beispiel, in den Sommerferien fahre ich Rad und gehe oft zum Strand. In den Winterferien laufe ich Ski und spiele mit meinen Freunden Schneeball. Stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, dann wollen wir weitergehen. Jetzt brauchen wir unsere Schülerbücher. Findet jetzt bitte die Übung 6a auf der Seite 261. Besprecht die folgenden Probleme. Erstens. Jeder möchte so viel Freizeit wie nur möglich haben, aber wozu? Und zweitens. Viele Jugendliche haben so viel Freizeit, dass sie gar nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit machen sollen. Benutze dabei folgende Redewendungen: Ich meine, ich glaube, meiner Meinung nach, ich finde das völlig falsch, weil, ich stimme zu, weil. Haltet bitte das Video an und äußert eure Meinungen. Schon gemacht? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Jetzt findet bitte Übung 6b auf derselben Seite, auf der Seite 261. Womit, wie oft, wie lange und wann beschäftigt ihr euch in eurer Freizeit? Antwortet und füllt die Tabelle aus. Übertragt aber zuerst die Tabelle in eure Hefte. Halte bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 6c auf der Seite 261. Erzählt, wie ihr eure Freizeit gestaltet. Wie gefällt euch eure Freizeitgestaltung? Was möchtet ihr verbessern? Warum? Stoppt jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann, das war's für heute. Vielen Dank für eure Arbeit in der Stunde. Mehr zu diesem Thema erfahren wir in der nächsten Stunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.